Können Archäologen alles, was sie finden, genau beschreiben und erklären? Nein, das können sie natürlich nicht und wir sollten es auch nicht erwarten. Wir sollten nicht erwarten, dass Wissenschaftler alle Antworten liefern. Auch ihren Kenntnissen und Fähigkeiten sind Grenzen gesetzt. Wir müssen akzeptieren, dass es einige alte Rätsel gibt, die nicht gelöst werden können, und einige der besten davon sehen Sie in diesem Video. Nummer 1. Das gleiche antike Schiffswrack, das uns den Antikythera-Mechanismus bescherte, brachte im Juni 2022 einen weiteren Schatz zutage, als Meeresarchäologen den vermutlich verlorenen Kopf einer 2.000 Jahre alten Statue des römischen Gottes Herkules fanden. Das Schiffswrack, das vor der Küste Griechenlands liegt, wurde 1900 von Schwammtauchern entdeckt und wird seitdem ständig archäologisch untersucht. Es wird angenommen, dass es sich seit etwa 60 vor Christus an seiner heutigen Position befand. Der Marmorkopf ist bisher unbemerkt geblieben, da er in einem so schlechten Zustand ist, dass man ihn für einen verformten Stein hielt. Erst nachdem Taucher auch den Sockel der Statue samt Unterschenkeln gefunden hatten, konnte die Identifizierung als Kopf erfolgen. Der Kopf ist nicht die einzige bemerkenswerte Entdeckung am Tauchplatz in letzter Zeit. Archäologen haben außerdem zwei in Meeresablagerungen eingebettete menschliche Zähne gefunden, was bestätigt, dass mindestens eine Person dem Schiff nicht entkommen konnte, bevor es sank. Historiker glauben, dass dieses 130 Fuß lange Schiff von irgendwo im östlichen Mittelmeer nach Rom unterwegs war, als es während eines Sturms sank, aber sie hoffen, aus diesen neuen Entdeckungen mehr zu lernen. Nummer 2. Wir wissen, dass der Schwarze Tod die tödlichste Seuche war, die jemals die Erde heimgesucht hat. Wir wissen auch, dass die Pest zwischen 1346 und 1352 ihren Höhepunkt erreichte. Was wir nie wussten, ist, wo die Pest begann, aber das könnte sich in letzter Zeit geändert haben. Nach der Untersuchung tausender mittelalterlicher Grabsteine glauben Forscher, dass sie den Ursprung des Schwarzen Todes möglicherweise auf einen bestimmten, unwahrscheinlichen Ort zurückgeführt haben. Wenn sie recht haben, begann es in der Nähe des Issyk-Kul-Sees im heutigen Kirgisistan. Auf den nahegelegenen Friedhöfen Burana und Karadjigach fanden zwischen 1338 und 1339 überproportional viele Bestattungen statt, wobei als Todesursache Pest angegeben wurde. Wissenschaftler öffneten die Gräber von drei der Personen und identifizierten bei allen Pestbakterien. Von dort gelangte die Pest vermutlich auf Handelsschiffen nach Westeuropa und tötete dort etwa 50% der Gesamtbevölkerung Europas. Obwohl früher angenommen wurde, dass Ratten für die Übertragung des Schwarzen Todes verantwortlich seien, geht man heute davon aus, dass die Übertragung durch infizierte Flöhe wahrscheinlicher ist. Nummer 3. Die Wikinger-Zivilisation begann zwar in Skandinavien, breitete sich aber über viele Länder aus. Wir wissen, dass die Wikinger nach Nordamerika kamen, daher war Island für sie vergleichsweise eine kurze Reise. Im Mai 2022 wurde in dem kleinen isländischen Dorf Odi eine von Menschenhand geschaffene Höhle entdeckt, und Archäologen sind davon überzeugt, dass Wikinger-Siedler für ihre Existenz verantwortlich sind. Odi gehörte einst einem mächtigen Wikinger-Clan namens Utferjar an, der insbesondere von Semundur, dem Gelehrten, angeführt wurde, der zwischen 1056 und 1133 lebte und viel von dem schrieb, was wir über Norwegens frühe Könige wissen. Die Ausgrabungen im neu entdeckten Höhlensystem begannen wahrscheinlich zu seiner Zeit. Experten gehen davon aus, dass es sich um einen Nahir gehandelt haben könnte, eine Art mittelalterlicher Stall für Rinder und Pferde. Die Arbeit der Archäologen im Inneren der Höhle ist riskant, da sie aus weichem Sandstein besteht und jederzeit einstürzen könnte. Wahrscheinlich gibt es in den tiefsten Ecken der Höhle noch Entdeckungen zu machen, aber die Suche nach einer sicheren Möglichkeit, sie zu erkunden, könnte für Archäologen Zeit in Anspruch nehmen. Nummer 4.
In Ägypten sind Archäologen nach wie vor verblüfft über die Entdeckung einer Sammlung von Skeletten und Keramik im Mai 2022. Es ist nicht die Tatsache, dass sie menschliche Überreste gefunden haben, die sie verblüfft, sondern die Tatsache, dass die Skelette alle zusammen und in der gefunden wurden Embryonalstellung. Diese als Baranas bekannte Stadt war zur Zeit des alten Ägypten ein wichtiger Hafen am Roten Meer. Wir wissen nicht, ob die sieben Menschen in den Gräbern Seeleute oder Seehändler waren, aber sie wurden in Steinkisten begraben, wobei die Knochen ihrer unteren Gliedmassen auf ihrer Brust ruhten. Diese Bestattungsmethode ist so selten, dass sie in Ägypten noch nie zuvor dokumentiert wurde. Die wissenschaftliche Analyse der Überreste legt nahe, dass die Bestattung vor etwa 1500 Jahren stattfand. Die Körper konnten auf diese Weise nicht auf natürliche Weise platziert werden, daher wurden sie wahrscheinlich mit Seilen um Hals und Beine gefesselt. Obwohl es sich wie eine Bestrafung anhört, deuten die Grabbeigaben in den Gräbern darauf hin, dass es sich bei diesen Menschen um Elitemitglieder der Gesellschaft handelte. Es ist ein Rätsel, das wir wahrscheinlich nicht so schnell lösen werden. Nummer 5. Wenn wir nach Europa zurückkehren, finden wir die als Giganten von Monte Prama bekannten Statuen in der Nähe von Cabras im Westen Sardiniens, einer Insel, die zu Italien gehört. Es handelt sich um beeindruckende Großkreationen, jede von ihnen ist 8 Meter hoch und hat große, flache, scheibenförmige Augen, die beim Betrachter ein gewisses Unbehagen hervorrufen. Sie haben den Test der Zeit bestanden, aber niemand weiß genau, wie lange sie schon dort stehen. Die meisten Experten gehen davon aus, dass das Datum seiner Entstehung zwischen 3100 und 2800 Jahren liegt und nennen die Nuragenkultur als den wahrscheinlichsten Erbauer. Leider sind unsere Aufzeichnungen über das Volk der Nuragen nicht umfangreich, sie wurden vor etwa 2200 Jahren vom Römischen Reich aus ihrem Land vertrieben und die Römer löschten praktisch jede Spur ihrer Existenz aus. Es scheint jedoch, dass die Römer diese Skulpturen schätzten, weil sie sie intakt ließen. Die Entdeckung antiker Gräber in der Nähe der Statuen im Jahr 1974 lässt darauf schließen, dass sie dort möglicherweise zur Bewachung der Toten aufgestellt wurden, obwohl dies nur Spekulationen sind. Nummer 6. Im Jahr 2022, inmitten dieser schwierigen Zeiten, machte die Archäologie in der Ukraine im Mai in Odessa eine unerwartete Entdeckung, eine Sammlung antiker griechischer Amphoren. Dieser Fund, der bei routinemäßigen Ausgrabungen in der Stadt gemacht wurde, brachte Artefakte zutage, die etwa 2500 Jahre alt sind, als Odessa noch als Odessus bekannt war und eine von den Römern gegründete Stadt war. Diese Amphoren sind nicht nur stumme Zeugen der antiken Geschichte der Region, sondern bieten auch einen faszinierenden Einblick in das Leben und den Handel in dieser fernen Zeit. Seine Entdeckung ist ein kultureller Hoffnungsschimmer in einem Kontext, in dem mehr als 120 Städten von historischer und kultureller Bedeutung durch die jüngsten Ereignisse beschädigt wurden. Trotz anhaltender Herausforderungen arbeiten lokale Archäologen und Experten daran, diese wertvollen Artefakte zu bewahren und zu untersuchen und so unser Verständnis der Vergangenheit auch inmitten der gegenwärtigen Widrigkeiten in der Ukraine zu bereichern. Nummer 7. In der geheimnisvollen Kulisse von Pumapunku, einem megalithischen Komplex in den imposanten Höhen Boliviens, wird eine faszinierende Geschichte verwoben, die unsere Wahrnehmung des Altertums und der technischen Leistungsfähigkeit antiker Zivilisationen in Frage stellt. Jahrhundertelang glaubte man, dass diese rituelle Enklave um das Jahr 600 NCHR vom Volk der Aymara errichtet wurde. Neuere Forschungen, unterstützt durch Radiokarbonanalysen, haben jedoch überraschende Erkenntnisse zutage gefördert. Einige Komponenten dieses Komplexes stammen aus dem Jahr 100 vor Christus. Wenn dieser Beweis wahr ist, könnte er unser Verständnis der menschlichen Entwicklung in der Region tiefgreifend verändern und diese Entdeckung zu einem beispiellosen archäologischen Meilenstein machen. Durch die Erforschung der Ruinen von Pumapunku ist es Wissenschaftlern gelungen, das antike Erscheinungsbild dieses rätselhaften Ortes zu rekonstruieren.
Vor uns tauchen Bilder einer Reihe von Bauwerken auf, die auf einem Hügel angeordnet sind und von beeindruckendem Mauerwerk umgeben sind. Am beunruhigendsten ist jedoch der Bauprozess selbst, der Transport riesiger Steinblöcke, von denen einige mehrere hundert Tonnen wiegen, über beträchtliche Entfernungen, ohne die Hilfe moderner Maschinen. Wie gelang es den alten Bewohnern dieser Region, solche Lasten durch unwirtliches und raues Gelände zu transportieren? Dieses Rätsel hat Spekulationen über mögliche außerirdische Einflüsse auf den Bau von Pumapunku angeheizt und die Grenzen unseres historischen und technologischen Verständnisses in Frage gestellt. Nummer 8. Der Jupitertempel im Libanon, gelegen in der antiken Stadt Baalbek. Auf den ersten Blick könnte die Tempelruine wie ein typisches altes eurasisches Relikt aussehen. Dieser Tempel ist jedoch außergewöhnlich. Dort befindet sich einer der erstaunlichsten Felsblöcke der Welt, der als Stein der schwangeren Frau bekannt ist. Der etwa 2000 Jahre alte und mehr als 1000 Tonnen schwere Stein weist beeindruckende Ausmaße auf, 20 Meter lang, 4 Meter breit und hoch. Bemerkenswert ist, dass der Block trotz der Abnutzung im Laufe der Zeit bis zum Äußersten poliert ist. Die Faszination wird noch größer, wenn man bedenkt, dass nur ein Teil des Steins zu sehen ist, da er heruntergefallen ist und sich nicht mehr heben lässt. Selbst mit fortschrittlichen modernen Maschinen wäre diese Aufgabe praktisch unlösbar. Dafür wären mehrere Dutzend leistungsstarke Kräne erforderlich, die in der Gegend nicht aufgestellt werden können. Das Rätsel bleibt, wenn moderne Technologien nicht mit diesem Stein umgehen können, wie gelang es den Alten dann, ihn vor 2000 Jahren zu erschaffen? Es ist ein Rätsel, das die sorgfältige Bearbeitung und Politur des Steins sowie seinen Transport betrifft. Der Stein der Schwangeren ist jedoch nur ein Element von Baalbek und seiner Tempelanlage. An diesem Standort befinden sich zahlreiche kolossale Blöcke, geschnitzte Säulen und andere extrem schwere Gegenstände mit einem Gewicht von jeweils rund 800 Tonnen. Wissenschaftler können immer noch nicht verstehen, wer die Erbauer dieser Gebäude waren und, was am faszinierendsten ist, warum sie sie brauchten. Dieses Geheimnis wird noch größer, wenn man bedenkt, dass der Libanon unter römischer Herrschaft stand und sich nicht in der Nähe des Machtzentrums des Reiches befand, als diese monumentalen Bauwerke am Stadtrand errichtet wurden. Es ist möglich, dass die Wahrheit hinter dem Bau in Baalbek eine andere ist, vielleicht repräsentativ für eine fortgeschrittene Zivilisation. Einige Wissenschaftler vertreten sogar die Theorie, dass nur Riesen die Architekten dieser Bauwerke gewesen sein könnten. Ein kürzlich verstorbener Forscher war überzeugt, dass die Beweise die Existenz von Außerirdischen stützten und argumentierte, wie könnten solch majestätische Steinblöcke von Menschen geschaffen werden? Die Pracht liegt nicht nur in der Größe der einzelnen Gebäude, sondern auch in ihrer Dekoration und Behandlung. Nummer 9. Die ikonischen monolithischen menschlichen Figuren der Osterinsel, bekannt als Moai, wurden auch von Tauchern unter Wasser gesichtet. Fast 900 dieser Statuen existieren an Land und wurden von den alten Rapanui-Bewohnern der abgelegenen Pazifikinsel errichtet. Allerdings wurden einige Moai teilweise unter Wasser entlang der Küste der Insel gefunden. Wie diese Statuen, sogenannte Moai, unter Wasser landeten, ist unbekannt. Sie könnten vom steigenden Meer bedeckt oder für Rituale verwendet worden sein. Ein beeindruckender Moai mit einer Höhe von mehr als 16 Fuß wurde 2009 in der Nähe von Anakina Beach mit Blick auf den Ozean gefunden. Einige Experten glauben, dass es ursprünglich an Land lag und im Laufe der Zeit in Richtung Meer erodiert ist. Andere Moai in der Nähe scheinen sich an anderen Positionen zu befinden. Diese Ergebnisse unterstreichen, dass wir Aspekte der Rapanui-Kultur, einschließlich ihrer Praktiken mit Statuen, immer noch nicht kennen. Die Rapanui glaubten, dass Moai die Geister ihrer Vorfahren repräsentierten und mit mythologischen Anführern verbunden seien. Einige Theorien deuten darauf hin, dass bestimmte Moai absichtlich untergetaucht worden sein könnten, um die Macht zwischen den Anführern zu verlagern.
Diese Statuen, ob an Land oder unter Wasser, bleiben rätselhaft und erinnern an alte Geschichten und verlorene Überzeugungen. Nummer 10. Im Jahr 1912 erwarb der unerschrockene amerikanische Bibliophile Wilfred Voynich einen einzigartigen literarischen Schatz aus den Händen italienischer Mönche, ein mysteriöses Manuskript, das seitdem Gelehrte und Neugierige gleichermaßen verblüfft. Dieses antike Pergament besteht aus 248 Seiten mit eigentümlichen Abmessungen, 22,5 x 6 cm, und ist ein Wissenskompendium, das sich jeder herkömmlichen Kategorisierung entzieht. Das Manuskript ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, die von Botanik und Astronomie bis hin zu Biologie und Rezepten reichen, und präsentiert ein Rätsel nach dem anderen. Am beunruhigendsten sind die Abbildungen, die jedem Eintrag beigefügt sind. Dabei handelt es sich um Objekte und Phänomene, die sich dem menschlichen Verständnis entziehen, sowie um Heilpflanzen und Himmelskörper, die in der bekannten Realität keine Parallele haben. Spekulationen über die Urheberschaft und den Zweck des Manuskripts gab es ebenso zahlreich wie die Seiten, auf denen es verfasst ist. Obwohl Wissenschaftler festgestellt haben, dass das Manuskript aus dem 14. Jahrhundert stammt, bleibt die Herkunft seines Inhalts ein ungelöstes Rätsel. Im Laufe der Jahre wurden unzählige Versuche unternommen, den unverständlichen Text zu entschlüsseln, der seine Seiten füllt, aber alle waren erfolglos. Dieser frustrierende Mangel an Fortschritt hat abwegige Theorien angeheizt, darunter auch die Vermutung, dass das Manuskript eine Chronik des Lebens auf einer fremden Welt sein könnte. Für all diese Vermutungen fehlen jedoch handfeste Beweise. Aus diesen Gründen hat sich das Voynich-Manuskript den legendären Ruf erworben, eines der schwer fassbaren und fesselendersten Rätsel in der Welt der antiken Bücher zu sein. Sein Inhalt stellt die Grenzen des menschlichen Wissens in Frage und lädt zukünftige Generationen ein, auf seinen komplizierten Seiten weiter nach Antworten zu suchen. Nummer 11. In Ägypten schufen die Menschen bereits vor mehr als 5000 Jahren beeindruckenden Schmuck mit Meteoriten. Sie waren Pioniere in der Welt des Schmucks und verwendeten diese seltenen Weltraumsteine zur Herstellung dekorativer Objekte. Kürzlich machten Wissenschaftler eine erstaunliche Entdeckung, sie fanden eine Perle aus einem Eisenmeteoriten, die aus der Zeit um 3500 bis 3600 vor Christus stammt. Man glaubte, dass sie über magische Kräfte verfügen, beispielsweise über heilende Eigenschaften. Man glaubte, dass das Tragen von Schmuck aus Eisenmeteoriten mit ihrem Nickelgehalt den Körper ausgleichen und stärken und sogar das Blut reinigen könne. Diese besonderen Perlen wurden 1911 auf dem Friedhof von Gizeh unweit von Kairo gefunden. Interessant ist, dass sie tausende von Jahren vor dem Eintritt Ägyptens in die Eisenzeit entstanden sind und damit zu den ältesten Beispielen für die Verwendung von Eisen in Ägypten gehören. Was sie noch spezieller macht, ist ihre Zusammensetzung. Forscher fanden heraus, dass sie viel Nickel enthielten, was ein Zeichen dafür ist, dass sie von Meteoriten stammten, und ein besonderes Kristallmuster namens Widmanstätten. Diese Muster bilden sich nur in Meteoriten, die von Asteroiden in der Frühzeit des Sonnensystems stammen. Obwohl einige Leute zunächst Zweifel hatten und dachten, dass der hohe Nickelgehalt möglicherweise vom Schmelzen herrühre, zeigten spätere Untersuchungen, dass dies nicht der Fall war. Diese Perlen wurden ohne Hitze geformt, das heißt, sie wurden kalt verformt. Nummer 12. Ein Team von Archäologen unter der Leitung eines Mannes namens Shipu erkundete die wilde Region des Bayankara-Gebirges an der Grenze zwischen China und Tibet. Dabei stießen sie auf seltsame Steinscheiben mit einem Durchmesser von jeweils etwa 30 cm und einer spiralförmigen Rille, die sich von der Mitte bis zum Rand erstreckte und mit kleinen Hieroglyphen beschriftet war. Diese seltsamen Funde wurden als Dropa-Steine bekannt. Sie wurden sofort untersucht, aber erste Versuche, diese Symbole zu entschlüsseln, brachten nicht viel zutage und die Entdeckung erregte abgesehen von einigen obskuren Berichten kein Aufsehen. Erst einige Jahrzehnte später soll ein russischer Wissenschaftler namens Dr. Zunui den Code geknackt haben.
Ihm zufolge erzählen die Hieroglyphen die erstaunliche Geschichte eines Raumschiffs von einem fernen Planeten, das vor 12.000 Jahren im Bayankara-Gebirge abstürzte. Die als Dropa bekannten Besatzer waren auf der Erde gestrandet und wurden trotz ihrer friedlichen Absichten von den örtlichen Stämmen missverstanden und abgelehnt. Dr. Zuni erklärte auch, dass es sich bei den Dropa-Steinen um CDs mit altem, außerirdischem Wissen handele. Sie fragen sich wahrscheinlich, warum diese rätselhaften und faszinierenden Steine nicht besser bekannt sind. Nun, Archäologen bezweifeln seine Existenz und Echtheit. Bisher steht keiner dieser Steine für Studien in einem bekannten Museum oder Forschungszentrum zur Verfügung. Nummer 13, Baigong-Rohre, auch bekannt als Baigong-Eisenrohre oder Delingha-Rohre, sind mysteriöse Fundstücke, die in der abgelegenen Provinz Qinghai in China gefunden wurden. Diese Strukturen ähneln Rohren und es wird angenommen, dass es sich um alte Rohre handelt, die auf und in der Nähe des White Mountain, auch bekannt als Mount Bang, etwa 25 Kilometer südwestlich der Stadt Delingha, verlegt wurden. Die Größe der Eisenrohre reicht von klein und kaum wahrnehmbar bis hin zu Durchmessern von bis zu 40 cm. Aber was ist so seltsam an ihnen? Nun, da ist noch die Tatsache, dass sie schätzungsweise Tausende von Jahren alt sind, was nicht möglich sein sollte, wenn man bedenkt, dass sie aus Eisen sowie Materialien wie Siliziumoxid und Calciumoxid bestehen. Darüber hinaus konnten etwa 8% der Rohre von den Forschern, die sie untersuchten, nicht identifiziert werden. Dies führte zu Verschwörungstheorien, wonach die Pfeifen außerirdischen Ursprungs seien. Über diese Pfeifen herrscht heute allgemeiner Konsens darüber, dass es sich nicht um Pfeifen, sondern um die versteinerten Wurzeln uralter Bäume in den Bergen handelt. Für viele ist diese Theorie sinnvoller, aber viele glauben weiterhin an die paranormale und außerirdische Theorie rund um die Rohre. Nummer 14. Der Weltraumdolch von König Tutanchamun. In den 1920er Jahren wurde das Grab von Tutanchamun entdeckt, was eine Ägyptomanie auslöste und alle sich auf die Entdeckung des nie zuvor gesehenen Grabes des jungen Pharaos konzentrierten. Ein Artefakt wurde übersehen, ein Dolch, der zusammen mit tausenden anderen Schätzen vergraben wurde. Diese Waffe ist heute als König Tuts Weltraumdolch bekannt. Es wurde festgestellt, dass die Klinge des Dolches aus Meteoriteneisen einen hohen Nickelgehalt aufwies. Lange Zeit rätselten Forscher über die Zusammensetzung dieses Meteoriten, schließlich enthält er Material, das scheinbar von einem anderen Planeten stammt. Trotz aller Theorien über einen Zusammenhang zwischen den alten Ägyptern und Außerirdischen glaubten viele, dass der Dolch ein weiteres Geschenk von Außerirdischen war, die die alten Ägypter besuchten. Das mag absurd klingen, aber darin steckt etwas Wahres. Jüngste Studien ergaben, dass der Dolch fast die gleiche Zusammensetzung hatte wie der Autometeorit, der in Maramatru in der Nähe von Alexandria gefunden wurde. Allerdings ist der Dolch kein Geschenk von Außerirdischen, sondern die Handwerkskunst deutet darauf hin, dass er wahrscheinlich nicht in Ägypten hergestellt wurde, sondern wahrscheinlich ein prestigeträchtiges Geschenk des Mitanni-Reiches an Tutanchamuns Großvater war. Das Material des Dolches und die Techniken, mit denen er hergestellt wurde, lassen auf ein hohes Maß an Handwerkskunst schließen. Aus diesem Grund glauben viele immer noch, dass der Dolch des jungen Pharaos nicht menschlichen Ursprungs sei.